Und bevor das Video startet, nochmal eine ganz kurze kleine Erinnerung. Falls ihr noch so einen coolen Umhang haben wollt, den ich aktuell habe, beziehungsweise generell eine größere, schönere, bessere Promobox haben wollt, die ihr sogar zusätzlich zur normalen Promobox nutzen wollt, schreibt einen Kommentar unter das Video in die Kommentare mit eurem Ingame-Namen und idealerweise lasst noch ein Like da und vielleicht sogar noch ein Abo. Ich dachte gerade, ich habe das Quantile gedroppt bei einem 57er Gig, aber nope. Ich finde gerade irgendwie geil, wie die Waffen ausschauen. Die schauen so fancy irgendwie aus. Das Design ist echt krass irgendwie. Ansonsten. Ja, momentan ist es echt ein bisschen mau hier. Von den Set-Teilen her und so. Ich weiß halt nicht, ob ich einfach später fahre. Man sollte uns vielleicht irgendwie versuchen, es halt zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es echt einfach ist, Dinger zu kaufen. Wobei, ich weiß es nicht hundertprozentig. Könnte schon sein, könnte aber auch nicht so sein. Da ist ein Teil. Thebe Boots, STA Plus. Ein Teil. Zwei Teile, okay. Bringt doch keinen Effekt. Super. Hat sich gelohnt bisher. Ja, Suit oder Helm bräuchte man auf alle Fälle noch. Ich glaube, ab 3 haben wir dann auch den Effekt, den ersten Effekt. Aber droppt man wirklich gar nichts irgendwie. Das ist echt ein bisschen schade. Ein Heavy Shield droppt man immerhin. Wedge Gowns, okay. Aber es hat nicht das, was ich gerade gewartet habe. Und ich schwitze mir gerade ab, das ist Wahnsinn. Nähert sich gerade schon in meinem Zimmer den 23 Grad Marke. Und das ist für meine Verhältnisse halt wirklich warm. Also wir haben halt, also klar ist es halt Sommer und so, aber wir hatten halt vor 2 Wochen noch so 12 Grad hier draußen. Und im Zimmer halt auch vielleicht so 18, wenn es hochkommt. Das wird echt angenehm und jetzt einfach so auf einen Schlag wieder, ja, draußen 26, 27 Grad oder so. Und das kommt dann einfach instant in mein Zimmer rein. Ob auf, zu, Klimaanlage, an, aus, macht gar keinen Unterschied. Das ist immer der große Müll einfach. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach trotzdem mal weiter. Ja, Pet Energy. Nice, ich habe nicht mal Pet. Da ist ein Supporter oder ist das ein Rang-Supporter? Ich weiß es gar nicht. Also so ein Titel. Was haben wir sonst noch? Das ist haufenweise Power-Ups, wirklich, das ist der Wahnsinn. Level 50 Promo-Box. Ach ja, wir haben Mount, stimmt, lol. So, Mount Nummer 1, Mount Nummer. Wow. Okay. Die Mounts sind zum Glück irgendwie auch gar nicht groß oder so. Also schon null. Kein bisschen. Jetzt habe ich wieder einen Psykeeper verloren hier. Mann, Mann, Mann. Okay. Das ist natürlich ein Autoplatz, klar, logisch. So, Pad auspacken. Also ich kill auf Alpha den Gegner direkt, wenn er da ist. Wobei gleich Level 60 ist, was dann wieder ein bisschen problematischer ist. Ja, er bräuchte einen Wind, ich weiß. Ah, Wedgegown, sie droppen tatsächlich Dinge, ne? Diese Dinger. 1, 2. Mal schauen, ob das reicht. Ah, lol, easy. 8,5k Damage. Boah, ist das heftig. Rescon Helm. Okay, droppt man echt ein bisschen besser irgendwie.
jetzt nicht wirklich viel besser und nicht so gut, wie ich es irgendwie gehofft habe, aber schon ein bisschen besser zumindest. Zumindest schneller haben wir es gerade was gedroppt. Wirklich mehr droppen, keine Ahnung. Oh, Psykeeper, nice. So, jetzt geht's los, jetzt wird's richtig lustig. Wir statten erstmal noch nichts, bewusst. Refle. What? Lie. Ach so. 0 Int gestattet, 5,8 kein Damage. So läuft das Leben. Ja, das ist halt krass. 5,8K im Gegensatz zu 6,3K, okay. Aber das Element ist halt universal. Was ziemlich geil ist. Und es hat noch nicht mal hier Spirit. Mit einem viel krasseren Scaling dann. Flurry, Stitch. Hey, warum lässt er alles liegen da? Was ist los bei euch? Ist gerade die Flurry Suit despawned? Vor meinen Augen. Oh, nee, ernsthaft? Ist einfach vor meinen Augen despawned. Das ist blöd. Das ist echt ärgerlich. Ach, Mann. Also die Idee ist natürlich schon, dass wir einfach AOE leveln. Und ich finde einfach auch, dass es irgendwie Sinn macht. Warum lassen die alles liegen? Kann man doch verkaufen, liegt Geld am Boden. Verstehe ich nicht. Okay, 57%. Oh, ich bin so hyped. Ich bin so richtig hyped. Wenn wir 65 sind und AOE leveln können, oh, dann eskaliert es wirklich komplett. Aber ich brauche noch unbedingt ein drittes Set-Teil, das ist ja gerade das große Problem. Problem ist halt, wir kriegen es einfach gerade nicht. Wir droppen einfach gar nichts, nicht mal eine Wand oder so. Und der komische Gig ist auch wieder nicht da. So eine Kacke, Mann. Ich denke mal halt, es muss halt irgendwie was kommen, oder? Also irgendwann so. Gibt's doch nicht. Sie müssen doch jetzt endlich mal was droppen. So wie zum Thema Dropprate. Ah, gibt echt gerade ziemlich viele Posi-Bugs irgendwie. Vielleicht auch nur Server belastet oder so, keine Ahnung. Okay, also irgendwie droppe ich nichts. Ich habe keine Ahnung warum. Normalerweise sollte ich halt wirklich sehr viel mehr droppen. Aber hier kommt immer gar nichts. Wie schaut es aus hier mit den Achievements? Gameplay. Wo ist Gameplay? Da ist Gameplay. Warum hat der Gameplay nicht Achievements drin? Und der Charakter ist Achievements, okay. Wie kann man nochmal alle collecten? Wie waren das hier? Ach, die werden auto-collected, oder? Werden die auto-collected? Ich glaube, die werden auto-collected, ja. Okay, so, wir haben noch kein Ticket zur Koralleninsel oder so. Naja, ich würde sagen, gehen wir kurz nach Flaris. Das ist nicht Flaris. Das ist Flaris. Kurz ein bisschen Geld
drüber handeln. Tower, Wish Tower. Wie kann man eine Guild überhaupt machen eigentlich? Gott, ey, wie war das Ganze dann hier? Muss man hier wieder drei Charaktere haben und so mit Quest? Gibt's hier keine Gilden-Create-Scroll? Seht ihr mal, wie oft das ich Gilden erstelle. Okay, normalerweise war es doch auch so, dass man hier irgendwie in den Tower rein konnte. Für das Ticket, oder? Bin ich jetzt blöd? Asriana, na, kann ich danach suchen. Tower, what? Falscher Server oder was? Wait, es gab keinen Ass. Warte, falscher Server. Winter Crusade könnte man theoretisch leveln. Ja, das wäre eine Idee. Eigentlich ist es eine Farm-Map, aber man kann ja auch leveln. Ob das krass Sinn macht, keine Ahnung. Wenn uns was killt, dann halt rip uns. Waren die XP gerade überhaupt gut? Keine Ahnung. Ich gehe mal kurz nach Flaris und suche mal schnell ein paar Teilen. Shops. Achso, Shops gleich waren SM, oder? Wo sind die ganzen Shops? Spielt hier keiner? Wo zum... Wait, what? Hier sind alle. Ja, hier sind Sachen. Teba, Misty, Hypersuit. Es gibt keinen Teil, oder wie? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Cast Time. Haben die irgendeine Shopmap gemacht oder was? Nein, es gibt auch keine Shopmap, oder? Ja, okay, dann halt weiter Darkon 1 oder so. Wait, stimmt, Lord Buffs gibt's doch auch. Wie war das mit Lord Buffs? Ach, da brauche ich Lifetime Premium, oder wie war das? Shit, falsch investiert. Tja, Pech gehabt. Nee, oder brauche ich dafür Season Pass? Achso, warum kann ich nach... Kann nicht aus einer PK-Zone raus teleportieren? Climb your mount to teleport from a... Wow. Okay. Nice to know. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie kriegt man denn gleich nochmal die Lord Buffs? Ich bin verwirrt. Cannot use it yet. Ah, da ist weg. Ja, okay. Dann können wir eben. Moment.
Okay, machen wir es so. Warum you cannot use it yet? Warum, 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 warum? Ah, scheiße, der Ring ist auch Akku. Holy shit. Ein Stress. Power-Ups sind aus. Schnell wieder alles aktivieren. Ja, sind wir noch unsettled, by the way. Ich überlege gerade auch die ganze Woche machen. Wie viel Int, wie viel STA? Keine Ahnung. Irgendwie so 70 STA. 6 kHP ist irgendwie wenig, oder? Weil es einfach das scheiß Set fehlt. Vielleicht mehr? Weniger? Bin mir echt unsicher. Ach so, Upcut ist aus, lol. Fly for Fun ist an. Okay, jetzt aber, oder? Wieder nur Müll. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ist da vielleicht irgendwas für mich dabei, wenigstens an Waffen? Oh, wieder nix. Das Spiel ist manchmal echt schlimm. Also, wir können Follow an. So, kurz aufs Mount. Pads sind teilweise so riesig, das ist Wahnsinn. So, wo ist denn da das Mount? Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich halt. Ja, eigentlich, wenn ich halt Dauerheal habe, ist es eigentlich egal, wie viel HP das ich habe. Da haben wir eigentlich, deswegen, ich würde fast mehr in End gehen, oder? Sonst. Rest auf End vielleicht? Minstring, okay. Ah, die ganzen World Bosses, das stimmt. Ganz vergessen, dass die auch gibt. Ah, da kommt noch einiges auf uns zu. Ganzen Hitboxen, das ist so nervig. Genau, da haben wir Level 65 erreicht, dann testen wir es einfach mal und dann setten wir einfach dann entsprechend. Weil aktuell ist es einfach zu unsicher. Keine Ahnung. Weapon Level Up wieder. Bei den Level 34er Wand. Nice. Fuck, wir können ganze Sets farmen. Stimmt. Ach, shit. Bin echt so ein Bot manchmal. Ich hab's verpennt komplett. Es gibt auch den Low Level Dungeon so noch. Shit. Aber jetzt haben wir zumindest Satan, was ziemlich geil ist. Ein paar ganzen anderen Schrott nicht mehr. Noch diese zwei Skills effektiv. So, das ist alles. Macht den Schaden. One hit auf Full ist ja, okay. Ja, das ist komplett insane einfach. Ich sehe schon die Kommentare. Oh, Nerf Psykeeper. Das Ding ist halt, Psykeeper hat einen extrem hohen Base Damage. Und der hohe Base Damage ist einfach so extrem. Okay, macht genau 13k Damage. Aber ich kann einfach insane gicken. Oh, lol. Doch nicht so insane. Ach so, weil ich so wenig Ding habe. So wenig Int, deswegen, wegen den Int. Okay, 62 kp. Schau mal auf die HP. Schau mal nur auf die HP. Ja, das ist halt nicht mehr normal. Ah, der heilt sich. Warum macht der keine Match? Ah, macht der Match, okay.
Nevermind. Also wirklich auf Full STA, aber ich habe halt nichts in Intact. Doch, ich habe Int geskillt. Ich bin dumm. Wann habe ich Int geskillt? Hä? Lol. Habe ich das vorangeklickt? 1,3 Millionen. Okay, das heißt, wir müssen. Ach, ich bin halt echt dumm. Warum? Warum bin ich so blöd? Deswegen lässt auch die Stadthalle liegen. Okay, ab nach Flaris. Genau, müssen wir schnell rauf. So, dann sind wir auch direkt. Ich muss das Ganze irgendwie ein paar mehr Aufnahmesessions dann, glaube ich, gruppieren. Das ist, glaube ich, gerade alles ein bisschen zu viel irgendwie. Achso, 5 Stück. Bin ich auch irgendwie ein AOE? Ah, nein, nicht das geile AOE, okay. Oh, das macht gerade so viel Spaß irgendwie. Tranquil halt macht halt wirklich sehr viel richtig irgendwie. Also, das ist das Early Game, glaube ich, macht mehr Spaß auf so ziemlich, also auf jedem anderen Server. Und das ist halt schon echt viel wert irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber. Ja, die machen einfach viel richtig. Das ist einfach so. Das kann man halt nicht anders beschreiben. Genau, ich überlege gerade, der nächste Dungeon ist dann, glaube ich, der Level 30er. Ich weiß gar nicht mehr genau, keine Ahnung. Quest. Oh shit, fuck my life. Da haben wir den ersten. XP-Pad. Okay, whatever. Ein 1 plus 6, ernsthaft? Ihr spinnt's doch komplett. Wer kam da auf die Idee, plus 6 Waffen rauszugeben? What the fuck? Das ist halt total OP. Dann haben wir auch noch unser Set, das ist glaube ich auch plus 6. Genau, das Set plus 6 fand ich ganz lustig. Oh lol. Oh lol. Okay. Es ist halt komplett busted einfach. Wirklich komplett busted. Schon ein bisschen krank, oder? Und ist ja gerade mit Level 15er Set. So, okay. Next Quest. Und let's go. So, und rein da. So. Quest ist unsere 10 Stück, okay. 10 Larven killen. Das kriegen wir hin. Wir hätten es auch vorher mitmachen können. Wobei, na gut, ich meine, der Umweg ist ja teilweise schon ein bisschen extrem. Natürlich jetzt mit den ganzen Power-Ups das zu machen, ist auch nicht so sinnvoll, aber egal. Ich bin gespannt, was unser Schaden jetzt sagt. Mit einfach mehr Enters vorher. Viel mehr Enters vorher. 16k Damage. Alter, ich weiß schon, wie geflamed wird, wenn ich dieses Video upload. Oh, du bist 50% STA. Du machst dreimal so viel Damage als jede andere Klasse. Das wird so insane. Das wird so krass. Und ich kann euch sagen, wenn ich hier wirklich reinsuchte. Dann ist alles vorbei. Das Ding ist halt, ich habe halt nicht so viel Zeit, leider ist das Problem. So, Speed, hey, selber Effekt. What? Das ist besser. Wand of Earthquake, Alter. Ihr spinnt doch, Alter. Nächster Dungeon. Dark. Boah. Garden of Freezers, wo war denn der? Ey. Scheiße, ich hab's vergessen. Ich muss googeln. Dragon Crusade Forum, ich hab's sofort. Dauert nicht lang. Guides. Was? Free Donate Coin Guide, okay. Leveling Guide. Nee. Hä? Wo ist das drin?
Dust Cave, nein, Item Preview. Wo ist denn der Schalter jetzt hier? Hä? Ein Leveling Guide? Nein. Hä? The fuck? Da. Okay, Level 30 bei Bus Square. Wir müssen. Ah, lol, wir können fliegen, okay. Okay, lol. Das ist richtige Flugphysik und so. Holy shit. Da hinten ist der, okay. Wir haben schon das 45er Set, 60er Set ist dann genauso easy im Prinzip. So, und rein damit. Wir sind jetzt übrigens noch nicht mal eine Stunde online. Was schon echt ein bisschen krass ist. Wie schaut es denn aktuell aus mit dem Recordbook? So, neue Sortierung ist übrigens sehr viel besser als die alte. Psykeeper. Wie schaut meine Konkurrenz aus? Ich muss ja eben wissen, was ich vernichten muss. Maximum habe ich 20.000 dran. Ach komm ey. Alles Noobs hier. Okay, 10.000 MP ist eine Ansage. 83.000 Damage nur? Also wenn natürlich jetzt hier AOE ist, dann Respekt, aber ich vermute nicht, dass es ein AOE-Typ ist. Oder was hat denn der hier? SDA habe ich schon mehr, lol. Okay, ist ein 1-on-1-Typ? Okay, krass. Maximum Int 500. Attack 9.8k, wow, okay, not bad. Crit Damage, okay. Level 119 ist der, ja. Das ist alles machbar. So, dann gehen wir das Ding mal ab. Und freuen uns auf ein Tiber-Set. Hey, warum hat dieses Set den gleichen Effekt? Fire und Speed? Hä? What the fuck? Okay. dann ist die nächste, wo wir gerade waren. Und zwar da. dann gibt es eben schon das Level 60er Set. Und keine G-Waffe, by the way. Muss man selbst farmen. Mir hat schon 13 Millionen bei der Welt gefarmt. Das war auch schon wieder so krass einfach. Nein, stopp. So, und rein. Ich weiß nicht, was unsere Aufgabe ist. Wahrscheinlich irgendwas killen und wieder raus. Ah, shit. Ja gut, 10 Stück ist machbar. ich weiß nicht, ich glaube, es geht ja wieder auf End automatisch, VTF. Aber ich glaube, wir könnten halt echt direkt auf... Die Power-Ups genauso so, okay. Wir könnten, glaube ich, halt wirklich auf pure Intention weiter dann spielen. Weil die HP reichen wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar ziemlich locker. Genau. Deswegen macht es wahrscheinlich am meisten Sinn. So, kurz warten, dauert aber nicht lang. Der respawnt normalerweise relativ instant. Eigentlich. Ja, da ist er schon. Macht er zum Glück einfach kaum Schaden. Das Ringmaster ist, by the way, Level 57. So, gleich haben wir's.
Okay, so. War das letzte, oder? Genau, das war die komplette Mission. Okay. So, dann die Quest abgeben. Und sogar Level Up, lol. Genau, dann muss Dragon Act deswegen zu einer Questbox. Und Level 60er Set. Das bringt. Hä, warum bringt dieser Set den selben Effekt? Irgendwas ist doch da verbuggt. WTF. Zum Meter sind schon mal ziemlich groß, also viel in Fly. Okay, leicht ungünstig. Scheiße, das Assassin ist hier genervt worden. Okay, das ist sehr ungünstig. Shit, Ampelia. Oh, fuck, 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 fuck. Ich habe übrigens nichts mehr an der P. Schlecht. Ja, das ist sehr problematisch. Ich habe das ganze MP-Food gerade weggeschmissen, glaube ich. Scheiße. Shit. Das war jetzt richtig dumm. Das war jetzt echt dumm. Was mache ich vor allem, wenn das nicht reicht? Und ich cast schon den falschen Skill. Ich bin voll Idiot. Ich kann mit dem Ringmaster vielleicht healen oder so. Kann ich fooden? Hat der Ringmaster irgendwas, was ich handeln kann? Event Reward natürlich. Klar ist also Event Rewards. Shit, 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 shit. Verdammter Mist. Ich muss kurz nach Flares. Fuck. Komm, jetzt lass mich doch durch. Was? What the fuck? So, komm, 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 komm. Teuer der ganze Stuff hier. Da ist ein Game Master. Rias, nice. Darkon 1. Ey, das ist aber auch so buggy. Jetzt fliegt doch, Mann! Gott, ey, wie ich es hasse einfach. Jetzt flieg. Hä? Junge, kannst du. Schlimm. Einfach nur nervig. Aber es passiert auch immer, wenn es gerade irgendwie ein bisschen kacke ist, wenn gerade die Luft am Brennen ist und so. Servetten hat sich jemand geklaut oder so. Nein, das ist okay. So, jetzt aber schnell weg mit dem Ding. Ringmaster könnten wir schnell healen. Okay. So, ich hoffe jetzt zumindest, dass es einigermaßen jetzt klappt. Aber ich glaube, jetzt haben wir gute Karten, ja. Am besten ist instant eine Guardian Wand oder so, dann. dann GG. 1700 Gearscore, by the way. Ich weiß gar nicht, was man braucht für Tramnok. Oh, können wir farmen. Lusaka Wand? Es ist halt, also die meisten sagen halt, das ist eine Zeitverschwendung. Und natürlich, sie haben auch irgendwie recht. Andererseits, stell dir mal einfach vor, wir hätten es halt einfach mal so ein Ding.
könnten ja auch ein bisschen weiter probieren, oder? Wir haben ja noch ein paar Gags. Wie aktivieren wir noch schnell Ding? Ne, haben wir noch, okay. Können wir auch nicht aktivieren. Fly for Fun, Vita. Hä, haben wir alles an? Das und das noch. Können wir sonst noch irgendwas aktivieren? Hab ich irgendwas übersehen? By the way, wir brauchen übrigens ganz scheiß Questies. Mist. Ganz vergessen. Inventar voll? What the fuck? Fuck. Ja, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Dann alles Mögliche, aber nicht uns heilen. Er ist zum Glück noch nicht geheilt. Ja, komm, jetzt los. Mistvieh. Okay, jetzt aber, oder? Hat irgendwas getrappt? Gehen wir ganz kurz schnell auslernen, Dark Knight 1. Genau, weg mit dem ganzen. Jetzt ganz weg mal. Weg, Quicksellen. Ich hab so viel Stuff, das ist unfassbar. Effektiv wirklich alles Müll eigentlich, komplett Müll. Braucht man halt eigentlich so gesehen eigentlich gar nicht mehr. Was haben wir sonst noch alles im Müll? Ist aber, ach Gott, das ist Wahnsinn. Okay, es wird schon mal einiges besser. Funktioniert doch einfach. Ach, ist das ein Dreck. Wie ich's hasse. Naja. Scheiße, fliegen. Let's go. Subzinger Damage ist übrigens ziemlich nice. Also haben wir gerade überlegt, wir sind jetzt eigentlich gerade AOE effektiv. Dann ist es schon echt ziemlich geil. Das schauen wir noch ganz kurz mal nach Mage Sets. Oh, Level Up, nice. Wieder nur Trash, ernsthaft? Wirklich wieder nur Trash, geil. Nächster Gag. Mage. Misty? Hey, die haben alle die gleichen Set-Effekte. Das ist auch ein Mage-Set. WTF, warum denn? Warum zur Hölle? Warte mal, aber die anderen Dinge haben was dann andere Effekte, oder? Hoffentlich. Erstes, was ist das erste Set? Rushless Set? Oh, Ringmaster ist. Ringmaster, nice. ¿20% Death? Okay, krass. So, was haben wir noch? Nicht sterben. Warum jetzt mehr Damage als vorher eigentlich? Roping Set, okay, das bringt HP, Cast Time. Gut, sonst effektiv nichts, was wir brauchen. Weniger MP Consumption, ja, nice to have. Cast Time und Int. Hä, die Set-Effekte sind voll komisch.
Mechatron, HP und K. Okay, HP Cast, PvE Damage ist ziemlich geil. Psycon ist halt. Wow, ist krass. Für das, was es ist, ist es krass. Oh Mann. Ich will nur ein Ding haben. Hey, warum machen wir jetzt immer mehr Damage? Woher kommt der ganze Damage? Guardian. Ja, natürlich nichts gedacht, was wir brauchen. Okay, dafür haufenweise Geld, was ziemlich geil ist. Ahre kriegen plus 3. Naja, okay. Ja, das war's mit der Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann.